Well, 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 meine kleinen Rudis. Okay, wer jetzt das erkannt hat, der kennt Clockwork Orange. Kein Spyderco, aber ein Knockoff, der mich vom Little Temperance. Ja. Als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, was für ein grottenhässliches Ding. Na gut, ist mir in letzter Zeit öfters passiert, dass ich irgendwas gesehen habe und fand das so hässlich und so auf dem zweiten, dritten, vierten Blick. War das jetzt eine Art ein Fancy oder war das Late Boy Scout? Die sagen, second kind of cool. Jetzt hatte ich dann ein Video gesehen vom Supracore. Der hat das Little Temperance im Original. Und dann hatte ich bei Ultra Bright gesehen. Der hat sich genau das hier geholt. Nämlich das Knockoff oder das Nachgemachte von Navy. Das Navy K607. Klingenstahl. 440C mit Fett-Toucher drauf. G10 Griffschalen. Im Original, müsst ihr mal bei Supracore gucken, ist hier das noch schön ausgeschnitten. Weil wenn man das nämlich im Reverse Grip nimmt, passt das prima auf die Handballen drauf. Also im Original ist das hier noch ausgelassen. Finde ich zwar nicht so dolle, wenn man das im Original so sieht. Jetzt frage ich mich allerdings, wofür ist denn das Messer gemacht? Ja, also im Original. Weil ich weiß, guckt euch erstmal hier diesen Gürtelclip an. Meint mit den drei Auslässen hier, ist zwar okay, aber guck mal hier, wie der Gürtelclip hier gemacht ist. Gürtelclip, das ist ein Hosentaschenclip. Pocketclip. Und da hat der Supracore gesagt, na, fühlt noch, dass sie das hier unten angeschärft haben, damit es dir endgültig die Hose zerfetzt. Stimme ich mit ein. Absolut unnötiger Clip. Unnötig. Ja. Na, ob das hier so, wie soll man sagen, so ein Design ist. Voller Vierfingergriff. Allerdings, wenn ich das so halte, tut mir der Clip weh. Gehe ich allerdings ein bisschen weiter zurück, aber muss dazu sagen, hier, die sind wirklich perfekt für meine Hände gemacht. Gehe so in diesen Griff und halte es dann so. Frage ich mich, wofür ist denn das da gemacht worden, das Messer? Na? Ja, genau, ganz spezielle Schneideaufgaben. Daumenrampe ohne Jimping. Kein Jimping oben, kein Jimping unten. Finde ich ein bisschen schade. Hätte der ganzen Sache noch ein bisschen mehr Pep gegeben. Dennoch hat das Messer mit Sicherheit ja seine Berechtigung. Das ist ein echtes Arbeitstier. Wie gesagt, nachempfunden dem Little Temperance. In etwa einem Value Folder, der kann dem ein bisschen nahe kommen aus der ja, Tenacious-Familie, dem Persistence. Ja. Obwohl die Klinge hat mehr Substanz, mehr Pep, mehr Power, mehr Fleisch. Weiß jetzt nicht, wie viel das Original gekostet hat. Gehen wir mal davon aus, dass das so um die $200 war. Könnte ich mir vorstellen. Clip ist übrigens Tip up, Tip down, rechts, links. Nee. Hier. Hier oben geht es natürlich nicht. Also. Ah, dieser Compression Lock. Tip down. Quatsch, Tipp ab, geht's nur rechts, aber links nicht. Ah, was rede ich denn da? Tipp down geht's links nicht, weil hier kann man nicht umsetzen. So, das liegt aber an dem Compression Lock. Dieser Compression Lock ist schon ziemlich speziell. Mal gucken, kannst du fokussieren.
zusammenfasst. Der Compression Lock ist in dem Fall nichts anderes als ein anders nach oben gesetzter Liner Lock. Guck mal her, Achtung. Und sitzt auch ziemlich mittig. Der ist allerdings so stramm, dass ein Einflicken echt schwierig geht. Rausflicken auch. Müsste ich vielleicht mal ein bisschen an den, ja, mit Bronzewaschern. Was hat denn der Supracore dazu gesagt? Ultra Bright. Das sind keine Bronzewascher, das sind Messingwascher. Alles in allem ist das Messer richtig gut verarbeitet. Und leider im Original, vom Original 1:1 übernommen, dieser beschissene Clip. Und der ist echt scheiße. Zu beziehen ist das Messer bei Fastec. Ich glaube 15 oder 12 habe ich bezahlt, eins von beiden. Muss ein bisschen üben, dann geht das auch mit dem Rausflicken, weil das Ding sitzt wirklich sehr stramm. Ja. Seht ihr? Ansonsten 1A Verarbeitung, kann man nicht meckern. Vor allen Dingen nicht bei dem Preis. G10 hätte ein bisschen griffiger sein können, aber gut, das ist aufgrund oder sagen wir mal aufgrund der Größe auch nicht unbedingt nötig bei diesen wirklich perfekt ausgearbeiteten Fingermulden. Braucht man da nicht wirklich viel Grip, weil das Ding liegt grandios in der Hand. Also, Little Temperance beim Original, bestimmt auch ein schöner Fall für mich gewesen. Ist auch wieder so eine Sache, wie ich euch sagte, wenn man mal etwas scheiße oder hässlich findet und findet dann etwas wieder schön, dann darf man auch gern dazu stehen. Ich glaube, ich packe das hier mal weg, das habe ich noch nicht reviewed. Will dem ja nicht vorgreifen. Auch wenn es vielleicht ein nachgemachtes ist, das hier nicht. Auch wenn es nur nachgemacht ist, es gibt es ja so nicht mehr zu kaufen, da hat man auch wenigstens die Chance, ein nachgemachtes zu erstehen. Dann kommen wir mal kurz zu den Daten. Gramm, mein lieber Scholli, 132 Gramm. Klingenstärke 2,71, Griffdicke 12,55. Im Original ist das, glaube ich, so um die 4 mm dick hier oben. Hat mit Sicherheit auch seinen Grund. Aber ist ein grandioses Messer. Vielleicht nicht so ganz hundertprozentig sauber gearbeitet. Seht ihr hier, ist das nicht bis auf den Griff runtergeschliffen, sondern da ist schon ein kleiner Unterschied. Na, also bitte. Na, ihr seht, was ich meine. Dennoch tut diesem Messer ja keinen Abbruch. Ist nämlich ein User. So, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Und auf gut Kölsch. Tschö, mal Idiot. Und schwenk der Hut.